Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagstutorial und heute möchte ich euch eine weitere neue Funktion vorstellen, die ebenfalls mit dem Sommer-Update 2016 auf die Xbox One kommt. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es einige Spiele, die Zusatzinhalte herunterladen können. Diese werden bei einem Spiel, was ihr deinstalliert, nicht automatisch mit deinstalliert. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch heute. Als erstes öffnet ihr bitte die Einstellung. In den Einstellungen wechselt ihr nun bitte auf den Reiter System. Unterhalb von System wechselt ihr dann bitte auf die Kachel Speicher. In den Speichereinstellungen habt ihr nun einen weiteren Punkt. Dieser heißt Verbleibende Add-ons verwalten. Hier werden nun alle Add-ons aufgelistet, wo ihr das Spiel bereits deinstalliert habt. Diese werden dann hier noch angezeigt und wie ihr seht, können dies schon einige Leichen sein. Nun habt ihr hier die Möglichkeit, diese einzeln anzuklicken mit der Menütaste und könnt dann hier auf Deinstallieren klicken und dann könnt ihr das dementsprechend deinstallieren. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, alle zu verschieben, alle zu kopieren oder auch alle zu deinstallieren. Ich hoffe, diese kleine Info war für dich wieder einmal hilfreich. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lass auch gerne ein Abo auf meinem Kanal da, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers.